Und jedes Jahr Bundesliga ist für die Region ein unglaublicher Wert. Die echten Fans wissen ja sehr genau, woher der Verein kommt. Ja, da waren schon viele Spiele, gerade im Winter, wo erschreckend wenig Leute da waren. Ja, ganz wenig ist übertrieben, gar keine. Das ist heute unvorstellbar, und wenn es damals nur Bayernliga oder Regionalliga war. Als ich zum FCA gewechselt bin, war das in der Tat ein Kulturschock. Das fängt bei den Rahmenbedingungen an. Es war schon wirklich eine zerrüttete Bude, ohne jegliche technische Voraussetzungen. Man hat dann gemerkt, es entwickelt sich was, als Walter Sainz kam. Die Leute haben gesagt, wen haben die denn da rausgeholt? Der kann nicht ganz dicht sein, wenn der vom neuen Stadion spricht in dieser Situation. Sainz sagte, wenn irgendwo erstligataugliches Stadion steht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er dort Erstligafußball gespielt wird. Und es war so. Aufstieg Bundesliga, das war das Größte. Wer dabei war, der vergisst das nie im Leben. Jetzt ist er drin! Jetzt ist es da! Das Tor von Stefan Halm! Ich war wie gelähmt und habe an all das zurückdenken müssen, was dann die Jahre vorher in Augsburg war. Also das war sicher der Moment des FCA. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es seit 1907 einen besseren gab. Das Spiel in Gladbach, ich war da dabei, als man ja 0-1 hinten war. Und dann machen die drei Tore und gewinnen, und dann bist du fest für Europa qualifiziert. Wenn heute Fans sagen, wir spielen jetzt dauernd gegen den Abstieg und es geht nichts voran, außer dieser Ausreise mit der Euroleague. Dann würde ich sagen, fahrt nach München, zu Bayern München. Da, das könnt ihr sicher sein, seid ihr immer vorne dabei. Wenn man an der Donauwörther Straße vorbeifährt, was da passiert, ist Wahnsinn. Jetzt stehen wieder die Kräne, unten wird das Internat gebaut. Gerade in dieser Zeit auf einem Niveau in der Bundesliga etabliert zu sein wie der FC Augsburg, ist meines Erachtens höchst respektabel. Es gibt ja nichts Schöneres als jubelnde FCA-Spieler in der WBK-Arena.